Ständig sind Wasserpflanzen der Strömung im Fluss ausgesetzt. In Anpassung an ihren Lebensraum sind die Stängel und Blätter weich. So geben sie dem Druck des Wassers besser nach. In den renaturierten Abschnitten der Lippe ist die Wassertiefe zumeist gering. Licht dringt bis zum Bodengrund durch und begünstigt ein üppiges Wachstum. Einige Arten besitzen eine perfekte Anpassung an wechselnde Wasserstände. So können bei hohem Wasserstand bereits untergetauchte Blüten des flutenden Wasserhahnenfuß sich selbst bestäuben. Bei Niedrigwasser hingegen breiten sich große Teppiche weißer Blüten aus, die dann von Insekten angeflogen werden. Und auch wenn der Wasserstand noch weiter fällt, hat die Pflanze ein Rezept. Sie wächst als Landform über Wasser weiter.